Hi, herzlich willkommen zur HomeHive-Playlist, wo ja, wie bekannt, nur dieses eine Bienenvolk über den kompletten Jahresverlauf durch auf ein Video kommt. Und heute wäre Tag 14 nach dem letzten Eingriff vor 14 Tagen. War ja die Königin im Schlupf und sollte heute voll funktionsfähig begattet sein. Und das prüfen wir jetzt heute nach. Wow, also das sieht beinahe schon so aus, wie wenn hier der dritte Honigraum drauf kommt. Oh, ist das schwer. Ach du Halleluja. Rücken hier weg. Wie schaut es denn mit dem zweiten Honigraum aus? Achso, der erste. Okay, der ist jetzt ein bisschen leichter. Das heißt, die Bienen haben hier noch Platz. Und erst wenn die zwei oberen Honigräume komplett voll sind, nur dann macht es Sinn, den dritten Honigraum aufzusetzen. Und ja, mein HomeHive-System hat das Potenzial für drei Honigräume. Ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt. Für drei Honigräume braucht ihr aber tatsächlich eine fließende Massentracht. Und eigentlich nur Richtung Feldkulturen zu erwarten. Okay, Wabenstände brauchen wir jetzt bei der kleinen Wabe nicht. Selbstverständlich bekommt die Königin einen Punkt, wenn wir sie sehen. Aber ich mache mir jetzt nicht da unbedingt die Mühe, mir die jetzt auf Teufel komm raus rauszusuchen. Entweder wir sehen sie oder halt nicht. Und wenn wir sie verpassen sollten, dann gucken wir in 14 Tagen ja so wieder rein. Dann kann man auch da noch der Königin einen Punkt machen. Okay, also da ist nochmal Drohnenbrut reingekommen. Und die Wabe ist sehr krumm. Korrigieren wir die doch mal eben. Das waren jetzt nur so zweimal kleine punktuelle Drückaktionen. Und die Wabe ist so gut wie gerade. Und dann wichtig, die Wabe verdrehen in Oberträger und sozusagen spiegelverkehrt reinsetzen, dass die aufhören zu buchten, die Tiere. Eier habe ich hier jetzt noch nicht gesehen. Hier ist auf jeden Fall unsere Königin rausgekommen. Eine aufgebissene Weißelzelle. Gut, die Wabe schütteln wir mal ab und dann können wir die querstellen. Aber noch keine Eier drin, das heißt hier ist auch noch nichts weiterhin passiert. Also auch hier sehe ich noch keine Eier. Dann mal hier gucken. Hier. Also noch eine Methode, um übrigens Bienen wegzukriegen, ist leicht berühren die Tiere. Dann geben sie euch ein freies Sichtfeld. Und da sind ganz deutlich Bieneneier jetzt drin. Also das ist die erste Wabe, wo ich Eier sehe. Und ich sehe auch Larven mit 3,5 Tage alt. Jetzt weiß ich auf jeden Fall schon mal, dass die Königin vor 3,5 Tagen das erste Mal ihre Eier gelegt hat. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, wo ist die Königin? Und wie ich ja sagte, wenn wir sie nicht finden, dann ist es nicht schlimm. Natürlich kann man jetzt, wenn man da hobbymäßig hingeht und sagt, hey, die Königin, ich will sie unbedingt sehen. Ja, sucht euch ein schönes Wetter raus und dann könnt ihr auch ein Bienenvolk mal etwas länger durchschauen. Nicht das Ob, sondern das Wie ist die Frage. Also ob man jetzt in ein Bienenvolk reinguckt oder nicht. Hier sehe ich auch keine Königin.
Okay, auch nicht. Und letzte Wabe. Also hier ist auch keine Königin. Das bedeutet, zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe sie übersehen auf einer Wabe und ihr entdeckt sie vielleicht auf Band, wenn ihr das anguckt. Dann schreibt mir einen Kommentar, auf welcher Minute und Sekunde die Königin zu sehen war. Dann prüfe ich das nochmal nach. Die zweite Möglichkeit wäre, die Königin saß überhaupt nicht auf einer Wabe, sondern sie saß hier am Rande und ist halt gerade eine Sekunde lang gelaufen, wo ich da reingeschaut habe. Und in allen Fällen ist es völlig irrelevant, weil der einzigste Grund, die Königin hier rauszufischen, wäre jetzt für mich gewesen, Punkt drauf. Aber wie gesagt, das kann ich auch beim nächsten Termin machen. Die Königin rennt mir erstmal nicht weg. Und wichtig war jetzt für mich nur, Königin an Bord. Und dadurch, dass ich jetzt die Larven und Eier gesehen habe und das auch nicht von Bienen gelegt worden ist, das würde anders da aussehen. Also es war ganz klar ein neues Gelege von einer jungen Königin. Und solange ich das hier jetzt sicher weiß, gibt es hier auch keinen weiteren Handlungsbedarf bei diesem Bienenvolk. Außer möglicherweise in Kürze den dritten Honigraum drauf. Hier haben wir einen kleinen Hochbau. Den sollten wir auf jeden Fall wegmachen. Weil ihr seht, wenn die Bienen da den Rahmen überbauen, dann werden sie auch euch hochziehen und hier anbauen. Das zeige ich gleich. Und wenn ihr nicht wollt, dass das wieder passiert, dann müsst ihr hier vorsichtig die Waben glatt ziehen, dass die Biene sozusagen keine komplett offene Baustelle hat. Sonst würden die Bienen nämlich denken, jawohl, da geht's weiter und bauen gerade wieder hoch. Dann war die Arbeit umsonst von euch. Klicks. Also sorry, wenn ich alles stöhne, aber die Dinger sind echt schwer. Bei der Honigernte werde ich die Waben mal für euch wiegen, dass ihr das auch mal seht, was da eigentlich für ein Gewicht jeden Tag zu heben und zu stemmen ist. Da seht ihr, da war jetzt diese Überbrückung und weg ist er. Zweiten Honigraum wieder runterlassen und hier nochmal stabil andrücken. Okay, getan. Dann sind wir hier auch schon durch. Wo ist denn die Folie? Und was haben wir gemacht? Hier oben brauchen wir nichts machen. Verhalten war gut. Die Gesundheit war auch gut. Entwicklung fand ich super. Bautrieb haben sie jetzt eingegrenzt. Die fangen jetzt erst wieder an. Ne? Mit Eiablage der Königin der Neuen beginnt auch wieder der Bautrieb. Der Schwarmtrieb kann man nicht mehr bewerten, das Thema ist durch dieses Jahr. Honig haben sie sich auf jeden Fall ein Plus verdient. Also immer wenn ich Stöhnen beim Honigraum absetzen, dann ist es auf jeden Fall ein Plus. Und zu dem Mandala hier kann ich eigentlich immer noch nichts sagen. Das, was ich natürlich sagen kann über das Bienenvolk, es ist immer noch ein tipptopp Bienenvolk mit hoffentlich einer richtig schönen, dicken Königin, die wir dann uns in 14 Tagen anschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss.